Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Hegemann, ich gehe da jetzt nicht länger drauf ein. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Aber ich will nur noch mal daran erinnern, dass wir hier im letzten Jahr, finde ich, ein sehr gutes, oder vielleicht ist es auch schon 2 Jahre her, ein sehr gutes rot-grünes Verfassungsschutzgesetz gemacht haben, wo wir uns als Grüne sehr eindeutig positioniert haben. Und ich sage es Ihnen auch ganz ehrlich, mir wäre es lieber, wir bräuchten keinen Verfassungsschutz, keinen Nachrichtendienst. Aber ich glaube, angesichts der Bedrohungslagen, die wir nicht nur im Salafismus, sondern auch im Rechtsextremismus haben, ist dieser notwendig. Und dazu hat sich meine Fraktion ja auch sehr eindeutig positioniert. Ich will hier noch mal sagen, dass uns der schreckliche Anschlag von Paris am 7. Januar 2015, glaube ich, alle schockiert hat, alle erschüttert hat. Und in Bezug auf den Salafismus, auf die Ideologie, finde ich, hat es noch mal 2 Sachen auch sehr deutlich gemacht. Zum einen, wie menschenverachtend diese Ideologie ist. Auch, dass antisemitischer Hass eine Rolle spielt in dieser Ideologie, also was die Geiselnahme in dem koscheren Supermarkt angeht. Also wir reden hier einfach von einer Menschenverachtung, von dem der Salafismus, der gewaltbereite, verfassungsfeindlich geprägt ist, aber auch wie demokratiefeindlich dieser Salafismus ist. Es war ein Anschlag auf die Meinungs- und auf die Pressefreiheit und damit letztendlich eben auch auf zentrale Grundrechte in unserer Demokratie. Und ich finde es einfach großartig, dass es so starke Signale aus der Zivilgesellschaft gegeben hat, aber auch am Mittwoch hier im Plenum, dass wir gemeinsam gesagt haben, wir lassen uns nicht davon einschüchtern, aber wir stellen Musliminnen und Muslime auch nicht unter Generalverdacht. Und da bin ich auch einfach froh darüber, dass wir so eine starke demokratische Gesellschaft haben, die das eben nicht zulässt, was Terroristen wollen, dass sie uns einschüchtern lassen wollen, sondern dass wir hier stehen für die Demokratie, für Meinungs- und für Pressefreiheit. Was man aber schon sagen muss, ist, wir haben eine Veränderung in der Sicherheitslage nach Paris. Das haben auch die Diskussionen in der offenen PKG-Sitzung, die übrigens ja erst möglich geworden ist durch unser neues Verfassungsschutzgesetz. Aber in der offenen PKG-Sitzung in der letzten Woche und auch im Innenausschuss ist in den Diskussionen, finde ich, sehr deutlich geworden, was sich auch in der Sicherheitslage nach Paris verändert hat. Zum einen, dass wir die Gefahr haben, dass es möglicherweise Nachahmungstäter gibt, aber auch, dass potenzielle Täter hier, glaube ich, auch noch mal festgestellt haben, wie einfach es ist, einen Anschlag zu begehen letztendlich und wie einfach es ist, auch eine Gesellschaft zu erschüttern und zu erschrecken. Und deshalb finde ich es richtig, darauf zu reagieren. Und wir haben als Grüne gesagt, dass wir keine voreiligen, reflexhaften, unverhältnismäßigen Sicherheitsverschärfungen haben wollen, sondern nein, es muss Personal geben in den Sicherheitsbehörden, um den Vollzug der schon vorhandenen Instrumente auch durchführen zu können. Und deshalb finde ich es richtig, dass wir sagen, wir stocken das Personal auf bei den nordrhein-westfälischen Behörden, beim Verfassungsschutz und auch bei der Polizei. Beim Verfassungsschutz haben wir das mit dem letzten Haushalt schon getan, mit 29 Stellen. Wir legen noch mal 25 drauf. Und auch bei der Polizei wird es 360 neue Polizeibeamtinnen und Beamte geben. Und das finde ich auch sehr gerechtfertigt angesichts der aktuellen Situation, die wir haben. Aber ich will den Piraten insofern schon auch recht geben, dass Prävention natürlich eine wichtige Säule auch sein muss in der Bekämpfung des gewaltbereiten, des verfassungsfeindlichen Neosalafismus. Und ich will hier aber doch schon noch mal sagen, dass ich den Mix aus Repression und Prävention wichtig finde. Ich glaube, es kann nicht das eine ohne das andere geben. Und ich würde auch gar nicht die These völlig ausschließen oder für abwegig erklären, dass nicht auch Repression zur Radikalisierung bei Einzelnen führen kann. Ich will gar nicht sagen, dass ich nicht glaube, dass an dieser These was dran ist. Nur, was ist die Konsequenz daraus? Ich finde, die Konsequenz daraus darf doch nicht sein, dass wir deshalb sagen, es kann eine mögliche Radikalisierung von Einzelnen geben. Und deshalb wollen wir nicht, dass die Sicherheitsbehörden weiter observieren und beobachten. Ich finde, das kann nicht die Konsequenz sein und diese Verantwortung möchte ich, das kann ich für mich auch sagen, als innenpolitische Sprecherin meiner Fraktion, als Mitglied im Parlamentarischen Kontrollgremium, ich möchte diese Verantwortung nicht tragen, dass wir sagen, wir beobachten diese gewaltbereiten Salafisten nicht mehr, sondern wir setzen nur noch auf Prävention. Das halte ich ehrlich gesagt ein Stück weit auch für naiv und für unverantwortlich an dieser Stelle. Und ich finde, was man auch noch mal sagen muss, Sie zitieren ja hier eine Studie oder aus einer Studie des King's College in London, eine der wenigen Stellen, wo überhaupt
Forschung zu dem Thema betrieben ist, was wichtig ist, wo wir, finde ich, aber auch noch einen Ansatzpunkt haben. In Nordrhein-Westfalen und auch bundesweit gibt es keine Forschung zum Thema Salafismus. Also wir reden eigentlich hier ständig über ein Phänomen in Deutschland, wo wir gar nicht wissen, wer steckt eigentlich dahinter. Wir wissen es zum Teil aus Befragungen, wir wissen es darüber, über die Sicherheitsbehörden, wen sie beobachten. Deshalb haben wir Anhaltspunkte und können Annahmen treffen, aber wir haben keine wissenschaftlichen Studien über Radikalisierung, über Motivation, über Ausstiegsgründe. Das, meine ich, müssen wir ändern. Das ist für mich ein Punkt, wo wir dran müssen, auch hier in Nordrhein-Westfalen. Wir brauchen eigentlich wissenschaftliche Studie. Wir brauchen aber auch die ganz klassische Prävention. Von der primären Prävention, ich sag mal, Demokratieerziehung in Schulen beispielsweise ist ein Punkt, aber auch sekundäre und tertiäre Prävention. Wir brauchen die Wegweiserprojekte, die wir ja schon in Bochum, Bonn und Düsseldorf haben. Es wird noch mal eine Ausweitung in diesem Jahr geben, das finde ich wichtig. Aber auch zum Beispiel das Aussteigerprogramm, das jetzt beim Verfassungsschutz hier eingerichtet wird, seit dem letzten Halbjahr, auch das ein wichtiger Bestandteil der tertiären Prävention. In der Unterrichtung der Landesregierung an den Landtag, es gab eine schriftliche Unterrichtung, ich glaube im Oktober letzten Jahres, war ja eine ganze Reihe an Maßnahmen aufgeführt, die im Bereich der Prävention schon durchgeführt werden. Ich glaube, es ist schon mal ein erster wichtiger Schritt, dass da aufgeführt ist, was passiert eigentlich in den einzelnen Ressorts. Ich glaube, dass wir aber stärker in die Diskussion rein müssen, auch in den einzelnen Ausschüssen. Es ist nicht nur ein Thema des Innenausschusses oder des Integrationsausschusses, sondern es muss auch Thema sein des Schulausschusses, des Rechtsausschusses und vieler anderen Ausschüssen hier im Landtag, weil es einfach ein themenübergreifendes Thema ist und wir auch die gesamtgesellschaftliche Auseinandersetzung darüber brauchen. Wir brauchen sie auch insofern darüber, was eigentlich Faktoren sind, warum Menschen sich radikalisieren oder sich dieser Szene zuwenden. Also aufgrund von Ausgrenzung, von Diskriminierungserfahrung. Auch das war ein Punkt, ist keine ganz einfache Diskussion. Damit will ich auch keine Attentate oder keine Straftaten rechtfertigen, auf gar keinen Fall. Nur wenn man Prävention betreiben muss, muss man sich eben auch die Ursachen anschauen. Sonst funktioniert das Ganze eben nicht. Aber ich will es noch mal zum Abschluss sagen, was mir wichtig ist, wir können nicht den Salafismus bekämpfen nur mit Prävention oder nur mit Repression, sondern es muss einen Mix aus beiden geben. Und ich finde, da sind wir hier in Nordrhein-Westfalen eigentlich auf einem guten Weg, auch im Vergleich zu den anderen Bundesländern, die in der Prävention meines Erachtens da zum Teil, soweit ich das zumindest weiß, noch nicht so weit sind. Ich finde, wir sind auf einem guten Weg und daran müssen wir weiterarbeiten. Vielen Dank.